Ein Supercomputer kann im Gegensatz zum Mensch eine große Datenmenge in endlicher Zeit verarbeiten. Ich kann keine 10.000 Bilder innerhalb von ein paar Sekunden durcharbeiten, wohingegen das ein Hochleistungsrechner durchaus kann, ja. Mein Name ist Daniel Rotscher, ich bin Systemadministrator vom Hochleistungsrechner des ZDA. Hochleistungsrechnen prägt heutzutage schon deutlich unseren Alltag. Wenn ich in meine Wetter-App schaue, dann hat die Berechnung für das Wetter morgen einen Hochleistungsrechner gemacht. Und natürlich zukünftig werden immer mehr Bereiche Datenanalyse vornehmen und damit auf einen Hochleistungsrechner arbeiten müssen. Meine Aufgabe ist im Wesentlichen, das Betriebssystem auf unserem Hochleistungsrechner ans Laufen zu kriegen. Dabei beschäftige ich mich sowohl mit dem System selber als auch mit der Betreuung der Nutzer. Und zum anderen ist natürlich auch der Betrieb des Hochleistungsrechners notwendig. Nicht nur mit dem Betriebssystem, sondern auch mit der Software für die Anwender selber. Da arbeite ich mit mehreren Kollegen in der HPC, High Performance Computing Gruppe, zusammen. Mein Tagesablauf sieht wie folgt aus. Als erstes komme ich an, packe meinen Laptop aus, schließe meinen Laptop an, schaue mal in die Mails ein, ob irgendwas Gravierendes anliegt. Wenn erstmal nichts Gravierendes anliegt, dann koche ich erstmal Kaffee für die Kollegen und mich. Dann schaue ich, was so für tägliche Arbeit anliegt und versuche die abzuarbeiten. Also in IT gibt es ja immer neue Sachen. Ne? Also ich finde, dass diese neuen Sachen einfach mal auszuprobieren und auch für das HPC lauffähig zu machen und dort für die Nutzer bereitzustellen, das macht mir besonders viel Spaß. Was heutzutage die Rechenpower von einem Smartphone ist, war früher ein Hochleistungsrechner. Hochleistungsrechnen beginnt, wenn ich mit den Ressourcen nicht mehr auskomme, ich auf meiner Workstation, auf meinem Laptop habe und ich einfach mehr brauche. Ich brauche mehr Rechenpower, also mehr CPU, mehr Arbeitsspeicher, vielleicht auch eine GPU, weil ich gar keine in meinem Laptop drin habe. Dann brauche ich einfach ein System, was mir das bieten kann, und dafür ist ein Hochleistungsrechner gut. Wir haben beim Laptop 4 Kerne und 8 GB Arbeitsspeicher, und Leistungsrechner mit einem Shared Memory System hat über 800 Kerne und 24.000 GB Arbeitsspeicher. Dazu kommt noch, dass ich diese Server in einen Verbund betreiben kann. Ja? Also ich habe ein Batch-System, was die Ressourcen auf einem Hochleistungsrechner verwaltet. Und wenn ich halt 630 Server habe in einem Batch-System, dann kann ich auch die 630 Server für einen Job benutzen. Ein Job ist eine konkrete Rechnungsaufgabe. Diesen Job kann der Nutzer ins Batch-System einstellen und der wird dann zur gegebenen Zeit abgearbeitet. Zum Beispiel eine Simulation. Ein Reaktorunfall kann man nicht testen, den muss man simulieren. Und dafür braucht man unheimlich viel Rechenkapazität und auch Datenkapazität. Ein Kollege hat zum Beispiel dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt bei der Triebwerkssimulation unterstützt. Und mittlerweile betreiben wir für das DLR selber einen Hochleistungsrechner. Und dort können Sie quasi Ihre eigenen Simulationen durchführen. Ich arbeite selbst nicht direkt mit Forschenden zusammen. Also wenn die Nutzer Probleme haben, dann schreiben sie ein Ticket und dann schaue ich auf die Tickets und versuche die Probleme zu lösen. Also für uns sind es Probleme, für die Nutzer sind es wissenschaftliche Fragestellungen. Die Nutzer kommen ja aus Bereichen, die mir völlig fremd sind teilweise. Ne? Also ich bin ja kein Biologe oder kein Chemiker, ne? Und die verwenden dort Software, die ich selber nicht kenne. Ja? Und da ist halt die Herausforderung, dass man sich versucht, in die Probleme reinzudenken und dann halt auch zu lösen. So einen Monitor haben wir in jedem Raum. Und hier sieht man im Wesentlichen unsere beiden HPC-Systeme. Und wenn grün ist, ist alles okay. Und hier sehen wir aber auch schon eine Warnung. Der Kollege, der für die Kara verantwortlich ist, der sitzt im Nebenraum und der wird sich dann auch darum kümmern. Und in der Mitte, das ist so ein dynamischer Bereich. Hier sehen wir jetzt Grafana-Dashboards durchrotieren. Hier sieht man die Auslastung, wie viele laufende Jobs, wie viele wartende Jobs gerade in der Queue sind.
Und dann haben wir hier nochmal eine detailliertere Übersicht des Slurm-Controllers. Wie sieht die Queue-Länge aus? Wie viele Jobs in der letzten Zeitintervall submittiert worden? Diese Ansicht zeigt uns eine REC-Ansicht. Das sind jetzt hier ein paar RECs, die mit unseren Haswell-Knoten bestückt sind. Seit dem Ende meiner Ausbildung bin ich in die Gruppe für Hochleistungsrechnung eingerutscht. Habe dort angefangen mit der Betreuung des Batch-Systems für einen Hochleistungsrechner und habe mich dann in die Administration hochgearbeitet, muss man so sagen. Und heutzutage bin ich würde es als Senior Administrator formulieren. Also ich bin dort der, sag ich mal, neben meinem Gruppenleiter der erfahrenste HPC-Administrator. Also mir geht es zumindest selber so. Es ist halt sowas, man muss sich dafür echt interessieren. Ich denke, dass eine Berufung ist mehr und nicht ein Beruf, dass man dafür ein bisschen brennt, lebt, also sich wirklich interessiert. Ich würde sagen, es ist nicht so eine Arbeit, wo man von 8 bis 16 Uhr arbeitet und danach macht man nichts mehr damit. Ja. Das klappt, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich habe hier auch am ZDA meine Ausbildung gemacht, von 2012 bis 2015. Und für mich war es schon immer sehr interessant, irgendwie an der Universität zu arbeiten. Beim ZDA haben wir allgemein erstmal die Fachinformatik-Ausbildung. Und wir haben dort zwei Fachrichtungen, und zwar einmal für die Anwendungsentwickler. Ich sage immer, das sind die Programmierer oder die angehenden Programmierer. Und die Systemintegratoren, das sind für mich die angehenden Administratoren. Ich habe heute mal meinen Azubi mitgebracht. Wir wollen heute uns mal am Rechenzentrum ein bisschen umschauen. Wenn die Knoten gerade ein Hardware-Problem haben, dann werden die Knoten quasi gedrained. Dann informiert man den Hersteller über ein Ticket, dass da ein Hardware-Problem ist. Und dann werden die das Problem lösen, sagen uns Bescheid. Und dann können wir nochmal testen, dass das alles okay ist. Und dann gehen wir den wieder zurück in Produktion. Wenn die Hardware ausgetauscht ist und wieder in Ordnung ist, dann nehme ich die Knoten oder die Server wieder in Produktion. Das heißt, ich kontrolliere, ob die Software, die dort oben laufen soll, auch dort oben läuft. Neben den lokalen Storage, in der lokalen Platte, haben wir halt auch verteilte Dateisysteme. Wir haben ja mehrere Server, die alle darunter auf das gleiche Dateisystem zugreifen können. Und das muss natürlich auch angebunden werden. Wir haben Knoten, wo wir 64 GB Arbeitsspeicher drin haben und 24 Kerne. Und ja, die neuesten haben halt 108 Kerne und 512 GB Arbeitsspeicher. Also auf kleinem Raum passt immer mehr Rechenpower, ne? Was natürlich auch dafür sorgt, dass das Ganze energieeffizienter stattfinden kann. Ne? Auch nicht mehr so viel Kühlleistung wie früher für die gleiche Rechenpower. Ich kann das auf kleinere Raum runterbringen. Ich kriege mehr ins Rechenzentrum rein. Ich hoffe, ich konnte euch heute einen Einblick in die Arbeit als HPC-Administrator am ZDA vermitteln. Wenn ihr das letzte Video der Reihe sehen wollt, dann klickt bitte hier. Ein anderes Video der TU Dresden findet ihr hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert den Kanal.